Ja, hallo, herzlich willkommen zum Eberl Wintergartenblog. Heute zeige ich euch in Käfenhüller mal ein Objekt, das haben wir gemacht. Da ist praktisch ganz klassisch ein niederbayerisches Haus mal gemacht worden, vor 25, 30 Jahren. Die Terrasse war eine Bestandsterrasse und der Hauseingang war auch so, wie er war. Der Bauherr selber wollte das Haus ein bisschen moderner umgestalten, hat in dem Zuge die Fenster gewechselt, hat den Hauseingang neu gemacht. Der Hauseingang sollte also einen modernen Zeitgeist entsprechen. Das heißt also, er hat eine kubische Bauform gekriegt. Dadurch hat also die Terrasse Sommergarten hinter uns natürlich auch nur Kubus sein können. Hier haben wir unseren Kubus Evo 2 verbaut. Das heißt also, wir haben hier die puristische Formensprache wieder aufgenommen. Und in dem Zuge ist auch das ganze Gelände oder wird noch das ganze Gelände umgestaltet. Das heißt also, der Garten hinter mir, den hat die Firma Kiermaier hauptsächlich da mitgearbeitet. Und außenrum werden dann noch die Gärten, die ganzen Gartenflächen angelegt. Der Pflasterer ist rundherum und dort den Naturstein vorliegen. Halt, Schmarrn, es ist kein Naturstein nicht, sondern es ist ein Solnhofener Imitat. Das zeige ich euch nachher. Das sind eigentlich richtig schöne Platten. Wir haben ursprünglich mal einen Naturstein angedacht für die ganze Fläche. Das Thema ist halt immer die Frostempfindlichkeit von manchen Natursteinen, die manchmal in Frage gestellt wird. Und beim Naturstein gibt es halt keine 100% nicht. Bei Feinsteinzeug, so wie hier, hat man halt dann 100% Frostbeständigkeit. Also so sagen es zumindest die Hersteller. Man muss jetzt mal glauben, sag ich mal, man steckt da nicht drin bei solchen Aussagen, weil das zeigt sich auch, stehen 10, 15, 20 Jahre, wie frostbeständig das alles ist. Aber ich finde, das ist ganz eine tolle Geschichte geworden. Ich zeige euch den Zollenhofener Imitat nachher noch. Wir sind jetzt hier heute beim Abnahmetermin mit dem Bauherrn. Wir machen noch ein paar so Restarbeiten. Bei uns ist so eine LED-Lampe ausgefallen vom seitlichen Insektenschutz. Den zeige ich euch auch noch. Da, den haben wir ein bisschen nachspannen müssen, weil der Wind hat den ein bisschen aus den Führungen rausgedruckt. Also haben wir ein bisschen mehr Spannung drauf, da dass ein bisschen mehr Wind aushält. Und einen kleinen Anschlusswinkel haben wir heute noch zu montieren gehabt. Das war eigentlich unsere Arbeit noch als Abschluss. Das ganze Projekt ist wirklich schön geworden, also auch mit der Teichanlage im Vordergrund. Das ist also wirklich, wie man es vorher gesehen hat, und zu jetzt ist es wirklich ein Traum da zum Wohnen. Also ist wieder Urlaub zu Hause. Das, was ich aber sage, macht es eigentlich zu Hause schön. Die meisten wohnen sehr schön. Denn sie umgestalten das ganze Gelände und dann kommt immer was Tolles raus. Wir haben umlaufend hier wieder ganz klar die Schiebeanlagen, die VG17-Anlagen drin hat. Und rechts und links haben wir einen Insektenschutz mit drin hat. Dann gibt es weiter hinten, das zeige ich auch noch, nochmal einen Ausgang. Das ist einfach vom Bestand her so vorgegeben gewesen. Und da haben wir dann praktisch auch nochmal VG17-Anlage und den Insektenschutz neu gemacht. Einfach damit der Kunde umlaufend seine Terrasse schließen kann. Und somit hat er einfach einen schönen Lebensraum, wo man einfach schön sich aufhalten kann. So, jetzt, also ich habe jetzt die Kamera aufgenommen, jetzt gehen wir einmal rum, also ein bisschen weiter laufen, weil der Teich natürlich jetzt da im Weg ist. Aber wenn man schaut, es ist ein Naturschwimmteich. Da hinten rechts in dem dunklen Gebäude da kommt die ganze Technik noch rein, also das wird jetzt noch fertig gemacht. Aber der Bauherr wollte die Technik nicht im Boden drin haben, was auch grundsätzlich sinnvoll ist, weil er dann einfach den Winterbetrieb viel einfacher handeln kann. Wir haben also hier eine Bestandsterrasse gehabt, da war betoniert. Das heißt also ungefähr bis zum Ende der Türen, also bis daher ungefähr. Da ist die ursprüngliche Betonplatten gegangen, das ist dann nochmal verlängert worden, weil wir ja umlaufender Fundament brauchen. Dann hat der Bauherr gesagt, komm, schau so, er betoniert da gleich drauf. In dem Zuge ist dann da nach vorne zum Teich noch gearbeitet worden. Da gibt es dann einfach diese Geländestufe, die hat er gemacht. Jetzt vielleicht ganz ebenwendig regelte Stufe, aber das ist im Prinzip halt dann Sache vom Bauherrn gewesen. Warum er es gemacht hat, wahrscheinlich, dass er den Weg da vorne wieder erwischt, also sprich, damit er hier so diesen Weg, der wo ums Haus rum nachher kommt, damit diese Ebene wieder passt und vorne das Hauspodest herkommt. Drum vermutlich gibt es diese Stufe. Wir schauen jetzt einmal wieder hier. Wenn man natürlich sowas komplett neu macht, hat man halt den Vorteil von barrierefreien Übergängen. Das heißt, dass man sieht also hier die VG17 Bodenlaufschiene. Dann sieht man den Insektenschutz, alles auch bodenbündig eingebaut. Also es ist wirklich schön, wenn man sagt, man hat da auf, hat man wirklich die Barrierefreiheit zwischen Sommergarten und Restterrasse mit wirklich schönen Blick da drauf auf die ganze Teichanlage. Jetzt zeige ich mal den Insektenschutz daraus. Also man sieht hier das Insektenschutzgitter. So, ein bisschen zurückgenommen. So, jetzt an. Also es geht über die ganze Tiefe von 3,60 m. Von der Tiefe her, wir haben praktisch nur ein bisschen einen Rücksprung am Haus hinten, darum langen die 3,60 Meter auch aus, damit man da wirklich die Bestuhlung schön machen kann. Wir haben hier in der Front eine Vollglas-Schiebeanlage,
eine 6-3, das heißt also 6 Flügel auf 3 Spuren. Das ist eine sogenannte Stulpausführung. Die Stulpausführung hat hier in der Regel kommen wieder diese Kunststoff-Optikschiene drauf. Stecker. Der Kunststoff wird sich halt leider verfärben. Der hält also bloß 5-6 Jahre in der Sonne. Dann ist er einfach gelb. Aber manche wollen drauf haben, dieses Profil, manche nicht. Man kann runter da auch. Also es verschluckt nichts, weil Redinger tut es deswegen auch nicht. Selbst wenn die Scheiben stumpf auf stumpf stehen. Man sieht jetzt hier auch schön den Bodenbelag. Sag ich mal ganz speziell den Bodenbelag. Also es ist eine Solnhofener Platte. Die ist wahrscheinlich, sag ich mal, von der Größe her 50-90 so angesiedelt. Also macht das Ganze sehr schön. Passt auch wirklich in die Gegend, weil wir sind hier in einer Jura-Gegend. Hier in Eichstätt hinten. Also das ist also ein Jura-Boden. Draußen haben wir praktisch keine Fugen nicht. Da sind die Fugen offen. Während sie hier im Sommergarten drin hat, dann verfugt worden sind. Dann haben wir jetzt klassisch hier einen Tisch drin stehen mit 5 Stühlen. Da hinten diese Ecke, die ich euch sage, die hat es so gegeben. Die war einfach mal im Bestand da. Die nimmt jetzt praktisch der Bauherr als leidenschaftlicher Griller als Grillecke her. Und da hinten haben wir nochmal die zusätzliche Vollglas-Schiebeanlage gemacht mit dem Insektenschutz. Zuerst einfach, wenn ihr da hinten grillt, kann er hinten separat aufmachen und kann dann hier einfach den entstehenden Rauchdampf ein bisschen rauslassen. Also ist ganz toll. Da sind auch gerade die Gartenbauer hier noch am Arbeiten. Also man sieht hier die Einkornverlegung hier auf der Drainagematte, dass einfach unter dem Einkorn praktisch das Wasser nach vorne laufen kann. Das ist also sehr wichtig, dass man das Wasser weiterbringt vom Haus weg. Bei so Bestandsbodenplatten, bei neuen Sachen macht man eigentlich keinen Boden, kein Beton mehr drunter, sondern tut da ganz klassisch einfach nur auf Schotter legen. Dann braucht man das ganze Thema nicht machen. So, jetzt lassen wir Markise noch rausfahren. Jetzt haben wir hier die Markise, wo rausfährt. Also man merkt wirklich den Unterschied. Ich finde einmal, das Gute an der Markise ist, wenn jetzt die Totscheiben dreckig sind, einfach vom Feldstaub her, vom Blütenstaub her, und ich mache irgendein Fest, dann kann man sagen, Mensch, komm schon so, lass ich Markise schnell vorfahren, dann habe ich einfach saubere Totscheibe. Also selbst das ist ja sehr praktisch, wenn man Unterglasmarkise hat, dass man einfach in dem Moment, wo man alles sauber haben möchte, es auch schön sauber hat. Durch die Stoffbespannung, das wäre vom akustischen Halle gleich sofort besser. Man merkt es, also wenn man hier drin spricht, jetzt hat man einen Stoff drauf, das nimmt sofort die Lärmakustik weg, weil einfach das Glas den Nachteil hat, dass es immer ein bisschen hallen tut. Da hinten haben wir noch das Kurzzeitsystem hinten dran, also an der Wand montiert der Bauherr. In dem Fall ist aber zwei hinten montiert. Also die Position gehört dort wesentlich weiter nach vorne geschoben, also gehört im Prinzip im Bereich von der Markise her. Das heißt, das gehört noch mit der 30 bei der 4er, weil die Strahlen am besten funktionieren, wenn sie in Tischnähe sind. Und da hinten geht dann einfach die Leistung verloren. Jetzt schauen wir uns mal den Blick nach draußen schnell an. So, also wenn man draußen da so sitzt, hat er den Teich so vor sich. Also ich muss echt sagen, ist wunderschön. Unser Auto ist auch noch drauf. Ja, die starten schon wieder zur nächsten Baustelle, die Jungs. Und somit hat man da wirklich ein ganz tolles Urlaubsgefühl hier zu Hause. Wenn ihr mal eine Frage habt zu unserem Blog, dann halt einfach an die harald.eberle@wintergarten-ebal.de oder an die Info@wintergarten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Blogs. Danke, ciao, servus.